So, hallo Leute, hier ist wieder der Olli. Hallo, diesmal im Bild. Heute fliegen wir DCS, den KA50. Nicht in VR, sondern mit meinem schönen neuen Tobii Eye Tracker. Wir wollen mal schauen, wie ich damit zurechtkomme und ob er vielleicht VR schlagen kann oder nicht. Gut, das erste, was wir machen müssen, ist mal die Programme raussuchen. So, wir haben also erstmal den Tobii Experience. Hier, das ist eigentlich das Hauptprogramm. Da können wir jetzt hier ein Profil anlegen und dann können wir den Tobii Experience anschalten. Und jetzt können wir auch mal die Kalibrierung machen. Also das mache ich eigentlich vor jedem Flug, damit wir immer das richtige Setting haben. Kalibrierung verbessern. So, das Programm startet. Das sind meine Augen. So. Und jetzt möchte er, dass ich diesen Punkt anschaue, bis er explodiert. Und ich mache das nur mit den Augen, ohne den Kopf zu bewegen. Der Kopf bleibt gerade. So, jetzt nochmal die andere Kalibrierung hier. Und Kalibrierung war erfolgreich. Das ist doch gut so. So. Gut, dann haben wir das. Können wir dann mal wieder mal hier zumachen. So. Was wir jetzt brauchen, oder was ich ja schon eingestellt habe, aber was man dann noch braucht, ist den Games Hub von Tobii. So, in diesem Games Hub kann man alle Spiele einstellen, die man mit dem Tobii Eye Tracker bedienen möchte. Wir machen jetzt hier mit DC World weiter. Tobii Eye Tracker ist aktiviert. Und hier kann man dann die Augen- oder Eye Tracking einstellen, die Reaktionsgeschwindigkeit, mit der die Augenbewegung dann auf das Verschieben des Bildes eingestellt wird. Ich habe das jetzt auf 15%, das ist ein bisschen ruhiger. So, dann haben wir hier nochmal eine Empfindlichkeitsverlaufkurve. Das muss dann so eingestellt werden, dass es für einen passt. Da gibt es keine festen Einstellungen, die man jetzt vorgeben kann, sondern einfach nur, das muss man erarbeiten. So, dann gibt es hier die Grenzen für die Augen. Ich habe jetzt hier die Gierung auf 63% gemacht und die Neigung auch auf 63%, damit das Ganze nicht zu weit aus meinem Blickfeld rauskommt. So. Tobii Eye Tracker hat aber auch noch die Kopf-Tracking-Software drin. Das heißt, mein Kopf selber wird getrackt, aufgenommen mit einer Kamera und er kann dann daraus die Bewegung rausnehmen. Hier haben wir auch diverse Einstellungen, die man machen kann. Gierempfindlichkeit, Neigungsempfindlichkeit, Rollempfindlichkeit, also diese Rollempfindlichkeit. Und natürlich haben wir auch wieder die Kurven und die Grenzen. So, hier habe ich jetzt die 360 Grad und in Neigung die 180 Grad. So. Gut, dann kann man noch Hotkeys ansetzen, um das Ganze mal zu pausieren. Hier kann man einstellen, dass wenn man es pausiert, der Blickwinkel zentriert wird, dass man also nach vorne schaut. Gut. Hier kann man seine Standards anlegen, also diese ganzen Einstellungen kann man dann in gewissen Profilen speichern und dann aufrufen. Je nachdem, vielleicht will man ja andere Kurven haben bei Jets oder anderen Flugzeugen halt. Gut. Dann nehmen wir den wieder zurück und sind jetzt wieder hier im
DCS. Gut, ich habe jetzt den KA50 schon mal geladen. Und wir werden mal schauen, wie wir damit zurechtkommen. Ihr seht, ich habe DCS so eingestellt, dass wir im externen Ansicht keine Wirkung des Head-Trackings haben oder des Eye-Trackings. Erst wenn wir wieder auf die Cockpit-Ansicht schalten. So, jetzt haben wir hier unser schönes Cockpit. Nochmal ein bisschen den Sound aufmachen. So, jetzt kann man ein bisschen was hören. So, also zuerst einmal Eye-Tracking. Der Kopf bleibt gerade und ich schaue nach links. Nach rechts. Dann wieder in die Mitte. Nach oben. Und nach unten. Und wir sehen, der Bildausschnitt wird so verschoben, wie ich meine Augen bewege. So, das ist der eine Teil. Jetzt kommt der Kopf selber. Ich kann also noch zusätzlich den Kopf drehen und verändere jetzt die Ansicht. Und wenn ich jetzt nochmal nach links schaue oder nach rechts, dann verschiebt er sich nochmal. Unten kann man mit dem Kopf ein bisschen nach vorne gehen, dann geht der Kopf aber nach vorne. So, also er geht nicht in die Richtung und jetzt nach vorne. Das müsste man so machen, indem man dann nach links oder rechts giert. Das geht auch. Nach hier verschieben. Nach dort verschieben. Nach hinten geht nicht so richtig, aber nach vorne kann man ihn verschieben. Nach oben kann ich schauen. Und wenn ich mich klein mache, nach unten. So. Und dann kann man hier wunderbar umschauen. Und alles anklicken, was man will. Also man sieht, ich komme mit dem Tobii Eye Tracker in die entferntesten Winkel, was mir beim VR nicht gelingt, ohne dass ich meinen Hals verrenke. So, ich habe mir den KA gewählt, weil man hier auch in die hinteren Ecken schauen muss, um Einstellungen zu machen. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das Head-Tracking hier oder Eye-Tracking wunderbar funktioniert. Gut. So, jetzt können wir noch mal ein bisschen herzoomen. Und jetzt beginnen wir mal mit unserem kleinen Flug hier. So, erstmal die Parkbremse lösen. So, ja, ich gehe noch mal ein bisschen vom Zoom raus. So. So ist besser, ne? Ja, jetzt sieht man hier alles. Wunderbar. Gut. So, alles angeschaltet. Gut, dann kann ich jetzt mal versuchen, die Kiste zu starten. So, Kollektiv geben, nach vorne gehen. Bisschen Geschwindigkeit aufnehmen und schon hatte ich einen schönen rollenden Start. Man kann also hier wunderbar überall hinschauen. Man soll natürlich auch den Flug nicht vergessen. So, jetzt können wir mal schnell das Fahrwerk einfahren. Immer wieder gut aus. Schalten wir wieder um. Und machen mal ein paar schöne Flüge hier. Schöne. Mal hier versuchen, mal einen Tiefflug zu machen hier über die Base.
kann er mir abschmieren. Muss ich aufpassen hier. So. Wenn das jetzt nicht genug ist, können wir jetzt mal versuchen, den Autohover oder automatisches Schweben zu kreieren. Dazu werden wir erstmal langsamer werden müssen. Nase hoch. Mario im Auge behalten. Jetzt sehen wir auch schon die Hoover-Nadel hier. Die zeigt an, wie schnell wir uns in einen Vektor bewegen, in eine Richtung. So, wenn wir jetzt hier von Hand einen gewissen Hoover-Status erreicht haben, dann kann ich den automatischen Hoover-Prozess auslösen. Jetzt ist er an. Jetzt schauen wir mal, ob er sich stabilisiert oder ob wir noch was nachstellen müssen hier. Er bewegt sich noch ein bisschen hier. Aber eigentlich ist er fast schon stabil. Sieht gut aus. Also, das ist der Hoover-Status. Automatisches Hoover. Wollte gar nichts mehr zu machen. Mann, bin ich faul. Aber so geht's. Gut. Mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt... Also hier sieht man dann die Anzeige. Die Beschriftung ist Englisch, aber die Kennzeichnung ist noch Russisch. Okay. Naja, das macht nichts. Jetzt gehe ich nach vorne. Und mache die Autopiloten aus. So, also vom Fluggefühl her und vor allem von der Grafik ist das natürlich mit dem Tobii Eye Tracker sehr gut. Im Vergleich zum Track IR ist man natürlich frei. Also man hat nichts, man hat kein Geschirr im Kopf, ja, man hat kein lichtgebende LEDs. Also von dem her ist man hier völlig frei. Und das macht schon was aus. Also jetzt fahren wir mal kurz das Landefahrwerk wieder aus. Sehr gut aus immer. So, und dann versuchen wir mal hier eine ordentliche Landung und dann war es das erstmal. Oder wollen wir noch was anderes ausprobieren? Wollen wir noch mal einen Jet ausprobieren? Vielleicht eine vielleicht noch mal eine F-18. Das können wir vielleicht noch machen. Wenn ihr Lust habt. Ich habe immer Lust. Ich muss bremsen. Na, ich komme jetzt über den... Na, fast. Fast drüber hinausgeschossen, aber gut. Jetzt wende ich den Helikopter mal und versuche ihn sanft aufzusetzen.
So. Jetzt können wir mal die Bremse ziehen hier. Die Parkbremse setzen. Zack. Da stehen wir wieder. Habt ihr schon gewusst, dass auch das hintere Leitwerk sich bewegt, wenn ich den das Ruder betätige? Jetzt wisst ihr es. Hier sehen wir nochmal schön, wie er sich bewegt, wenn ich meinen Stick bewege. So, jetzt schüttel ich ihn aber durch. Okay, gut. Dann laden wir jetzt mal einen Jet. So. Beenden. Schließen. Sofortstart. Wir schauen uns jetzt mal einen F-18 Jet an. Nö. Warmstart ist immer gut. Warmstart ist immer gut, ne? So. So, jetzt wird er noch ein bisschen laden. Start frei. Welcome to the Mariana Islands. The weather is good. Und wir haben immer noch die Halloween-Ausstattung. Also gut, drücken wir Spacebar. Der winkt. Winke ich mal zurück. Oh ne, der will, dass ich Gas gebe. Okay. So, Flügel sind auf ordentlicher Stellung. Auf halb, jawohl, ja, alles da. Gut. Na dann. Gib Stoff, Alter. Na, wir machen noch ein bisschen hier. Den zurück hier so. Was geht jetzt mit euren Kniescheiben? Und ab geht die Post. Juhu! Zack. Flaps auf Auto. Gear hoch. So, und das hier macht auch sehr viel Spaß. Ne? Also man kann hier wunderbar rumschauen. Sehr schön. Und auch hier wieder Eye-Track nur mit den Augen, ohne den Kopf zu bewegen. Und auch mal den Kopf bewegen. Und wir können auch hier ein bisschen rangehen. Wir sehen alles. Das macht doch Laune. Drüben ist der Träger. Machen wir mal einen schnellen Überflug und dann hat sich das. Sieht auch sehr gut aus.
Ärgern wir sie mal, ne? Ich glaube, wenn wir jetzt rüberfliegen, dann müssen die ihre Knochen wieder zusammensammeln. Wumm. Und habt ihr noch alle Knochen? Na dann. Rollen macht er auch sehr gut. Sehr gut. Tiefflugangriff. Juhu. Nein, ich will nicht durch den Liftfall fliegen. Einfach nochmal kurz hier rüber fliegen. So, schön war's. Und damit erlöse ich euch. Und sage goodbye und tschüss.